Ja, herzlich willkommen. Ich muss mich hier erstmal so ein bisschen eingrooven vorne. Vielleicht erzähle ich ein paar Sätze zu mir und vielleicht auch dazu, warum meine Firma Coconut Life heißt, weil viele fragen sich, warum heißt das Ding Coconut Life? Machen wir da Kokosnussweitwurf? Ich sage gerne, im ersten Leben war ich Juristin, angestellt in einem großen Konzern und extrem unglücklich. Ich war an einem Punkt, wo ich nicht beantworten konnte, was ich denn eigentlich wirklich, wirklich machen wollte und musste mir eingestehen, dass ich sehr lange Zeit in eine falsche Richtung gelaufen bin. Ihr könnt euch vorstellen, diese Erkenntnis war nicht leicht. Meine Eltern haben gesagt, okay, sie will jetzt nicht mehr Juristin sein. Und ich selber bin mir auch ehrlich gesagt ein bisschen selber auf die Knispel gegangen, wie ich immer so schön sage, weil ich immer sagte, Nina, du kannst nicht sagen, was du nicht willst. Du musst vielleicht mal anstelle dessen sagen, was du denn lieber machen möchtest. Und das ist über 12 Jahre her. Ich war damals nicht dazu in der Lage. Also habe ich mir Unterstützung gesucht, habe mich auf den Weg begeben und habe gelernt, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten, ich möchte Menschen konstruktiv unterstützen, weil ich einfach glaube, dass wenn Stärken und Leidenschaft an einem Ort sich finden, dass dann etwas Geniales passieren kann. Also habe ich sozusagen nochmal die Schulbank gedrückt, bin mittlerweile zertifizierte systemische Therapeutin und habe irgendwann meine Festanstellung gekündigt und habe mich selbstständig gemacht. Damals noch nicht unter dem Namen. Der Name resultiert aus meinem ersten Buch, was ich geschrieben habe, Coconut Life, weil ich einfach gemerkt habe, was für ein Unterschied es ist, wenn Menschen am richtigen Platz sind. Und weil ich einfach auch glaube, dass wir angehalten sind, gerade auch im Wirtschaftsleben, holistischer zu denken. Das sind diese Themen, die stichwortartig auch unter New Work fallen. Was will ich wirklich, wirklich? Wo liegt mein Beitrag und was möchte ich sozusagen in diese Welt bringen? Und deswegen habe ich dann irgendwann mein Unternehmen nach meinem ersten Buch benannt. Und deswegen heißt es Coconut Life. Und das einfach vielleicht nochmal als Intro, weil es vielleicht auch erklärt, warum mir diese Haltung so wichtig ist. Ich weiß, wir sind bei der Tools for Agile Teams und Tools sind toll, aber die erste Frage, die ich halt stellen möchte, ist Agilität um jeden Preis? Fragezeichen. Ja? ich finde es, Agilität ist toll, gar keine Frage. Nur Gunther Schmidt sagt es immer so schön, ne? Jede Lösung hat ihren Preis. Und ich finde die Frage wichtig, erstmal zu sagen, welchen Preis zahlen wir denn für Agilität? Was bedeutet das für den Menschen? Und ich möchte einfach jeden Einzelnen mal bitten, kurz sich zu fragen, was ist der Preis, den ich bezahle, den meine Mitarbeiter bezahlen? Agilität bedeutet im Prinzip, also für mich auch eigenverantwortlich zu handeln. Ist diese Eigenverantwortung vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal überfordernd? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, vielleicht die Kontrolle haben zu wollen? Sicher zu sein, was ja eigentlich nur die Kehrseite der Kontrolle ist. Und wie schaffen wir es, diesen sicheren Raum zu geben? Und was bedeutet das für jeden Einzelnen? Letztendlich, finde ich, erfordert es den Mut, wahrhaftig zu sein und sich mit allem, was uns umgibt, auch anzunehmen. Zu erkennen, dass wir eine Sache richtig gut machen wollen. Und aber auch damit fein zu sein, wenn wir vielleicht unserem Anspruch nicht immer 100% gerecht werden. Und sich damit zu zeigen. Und die Frage ist ja auch,
Warum, und da komme ich zur nächsten Frage, warum wollen wir Agilität? Was treibt uns denn überhaupt? Weil die Gefahr ist ja immer da, dass, ne, es gibt neue Ansätze, neue Sichtweisen, neue Haltungen. Und ich finde es wichtig zu fragen, warum wollen wir das? Und da gibt es diverse Antworten drauf. Ich habe einfach mal so ein paar gängige gesammelt. Wir wollen schneller werden. Ja, wir haben irgendwie den Eindruck, die Welt bewegt sich schneller, wir müssen darauf reagieren. Wir wollen vernetzter arbeiten. Ja, wir kommen dazu, dass wir erkennen, dass wir Menschen ein Organismus sind und das Bewusstsein dafür entwickeln. Wir wollen in Teams vernetzter arbeiten, damit wir schneller auf den Markt reagieren können. Wir wollen die Attraktivität des Unternehmens steigern. Wir wollen Wachstum, Kundenbindung. Einige sagen vielleicht Innovation und Komplexitätsreduktion oder vielleicht einfach zu sagen, wir wollen es einfacher. Die Frage, die sich mir stellt bei all den Dingen, was möchtest du wirklich? Was steckt da drunter? Welcher Wunsch ist da drunter? Ich glaube, wir Menschen haben zum Glück einen Bewusstseinssprung dahin gelegt, dass wir sagen, höher, schneller, weiter, Konkurrenz, Denken um jeden Preis, Ausbeutung um jeden Preis, das können wir so nicht weitermachen, das wollen wir so nicht weitermachen, was eine wunderschöne Entwicklung ist. Ich sehe die Gefahr, dass wir den Kontakt verlieren. Ich glaube, dass viele Menschen sich nach einer Verbindung sehen zu einem Gegenüber. Und diese Verbindung wird halt im Moment gemacht, in der Achtsamkeit, in dem Moment und in der Fähigkeit zu erspüren, was ist gerade dran und was ist gebraucht. Und ich starte direkt vielleicht auch mit einer unliebsamen weiteren These. Ich sage, der Erfolg hängt nicht am Tool. Eine liebe Kollegin und Freundin von mir, die Karin Wiesenthal, sagt immer, a fool with a tool is still a fool. Zumindest habe ich das von ihr gehört. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Urheber noch jemand anders. Der Erfolg steht und fällt mit der inneren Haltung. Womit ich nicht sagen möchte, dass Tools nicht gut sind. Tools sind toll. Aber die Frage ist, mit welcher Intention und mit welcher Haltung gehen wir an den Menschen ran? Und da ist die Führungskraft der Multiplikator. Und ich finde, es ist leicht zu sagen, der sollte das, aber die Kamera umzudrehen, wie Otto Scharmer es immer so schön sagt, und bei sich selber anzufangen und zu schauen, was bedeutet das gerade für mich und das zu leben, kann manchmal ganz schön tricky sein. Wenn du das schaffst, hast du einen anderen Kontakt zu deinem Team. Du hast auch ein anderes Gespür für das Feld, um zu verstehen, was wird gebraucht. Und bei all den total wunderbaren Möglichkeiten zu sagen, okay, was passiert in dem Prozess, wann, worauf sollten wir achten, natürlich nutzen wir das auch. Aber gleichzeitig im Sinne des sowohl als auch zu schauen, was will gesehen, was will erkannt und auf was will reagiert werden. Und dazu brauchen wir das Gespür und die Hingabe in dem Moment. Und die Führungskraft lebt es vor und ist damit natürlich auch ein Multiplikator für das Team. Und da können wir halt fragen, was ist deine Motivation, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun? Und ich habe mal für diesen Vortrag zwei Gegensatzpaare auch gegenübergestellt. Ist die Motivation die Angst, nicht schnell genug zu sein, nicht konkurrenzfähig genug zu sein, die
richtig guten Mitarbeiter nicht zu bekommen, dass die Innovation an uns vorbeigeht. Oder ist unsere Motivation die Freude? Bei dem einen bewegen wir uns von was weg, bei dem anderen bewegen wir uns auf etwas zu. Und obwohl es vielleicht nach außen in genau demselben Ziel mündet, ist es eine komplett andere Haltung. Und damit ein anderes Ergebnis. Und ich schließe da von mir auf andere. Ich wollte weg von dem juristischen Beruf. Ich konnte aber gar nicht sagen, wohin ich denn möchte. Als ich das sagen konnte, hat es eine ganz andere Dynamik bekommen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich immer wieder diese Fragen zu stellen, weil es hört auch nicht auf. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich mir die Frage gestellt, und je weiter man kommt, und das haben wir heute sehr schön auch in der Keynote gehört, in der ersten, es ist holistisch, es ist quasi eine Schnecke, die wir immer wieder durchlaufen. Und zu fragen, wo zieht es uns denn eigentlich hin? Was ist mir wirklich ein Bedürfnis? Warum tue ich das, was ich tue? Ja. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo Exzellenz und Freude sich nicht ausschließen, sondern sich gegenseitig bedingen. Ich finde, man sieht es immer sehr schön an Bands, wenn die auf der Bühne stehen und so richtig rocken. Da weiß man, ja, die haben Spaß daran, was sie machen. Und das führt direkt zu dem nächsten Punkt, zwei Formen von Disziplin. Disziplin ist ja nicht so sexy eigentlich, ne? Also so vom, ne, wenn man denkt so, oh, Disziplin, ich muss Disziplin anwenden, hat man ja so die Idee, man muss sich in was reinzwängen. Ich persönlich habe zwei unterschiedliche Formen von Disziplin erlebt und die schließt genau an diese Frage an, wo kommt denn die innere Haltung her? Bewege ich mich von etwas weg? Ist es die Angst, die mich in Disziplin treibt? Wo ich mich reinzwinge? Oder ist es die Disziplin, die erforderlich ist, um mein Ziel zu erreichen? Und die Achtsamkeit auch mit mir selber. Zu gucken, wo bin ich auch überlastet, wo bin ich am Anschlag? In der ganzen Verantwortung. Wo werden diese ganzen Bälle, die alle auf mich zukommen, mir zu viel? Bin ich in der Lage, das zu sagen? Und ich glaube, wenn wir über Exzellenz und Höchstleistung sprechen, dann können wir das nicht ohne die Schattenseiten zu betrachten, beziehungsweise ohne den Gegenpol zu betrachten. Weil es ist die Dualität. Kein Licht, kein Schatten. Und das erfordert in großem Maße, dass wir achtsam sind mit uns, mit dem Feld, dass wir wachsam sind und erspüren können, was will gesehen werden, aber wo steht auch mein Team? Und dann bilden wir Wurzeln. Ich glaube, die innere Stärke resultiert daher, dass wir in der Lage sind, die Ängste, die Blockaden zu transformieren und die Wurzeln sozusagen durchs Gestein durchzubringen, dann hat der Baum Festigkeit. Und wenn der Sturm dann kommt, haben wir Grip. Wenn wir aber uns drumherum mogeln und nicht durch den Stein durchgehen, weil es natürlich, ich meine, wer hat schon mal eine Angst von euch konfrontiert? Okay, bei wem hat sich das gut angefühlt? Ja? Ja, okay. Ja, danach, genau, danach. Das ist der springende Punkt. Wir haben diese Scheu, das zu konfrontieren. Wenn wir es getan haben, dann geht der Raum auf. Ich glaube, jeder hat das erlebt. Und dann kommt die Kraft. Und dann kommt auch diese innere Gewissheit, dass du
dich nicht vom Acker gemacht hast. Genau. Und dann haben wir die Standfestigkeit in den Boden. Und es klingt so leicht, finde ich. Es klingt so leicht zu sagen, ja, natürlich wollen wir wertschätzend sein. Und ich erlebe das auch, wenn ich Teamentwicklungsprozesse begleite. Na, natürlich, wenn wir sammeln, wie wollen wir miteinander umgehen? Wir wollen wertschätzend sein. Und wir wollen uns Feedback geben und respektvoll sein. Aber der Teufel liegt im Detail. Kleines Experiment. Falsche Folie. Okay, machen wir so. Wir bleiben auf der Seite. Wenn du einen Mitarbeiter hast, der sozusagen der Falling Star ist, ja, du hast Erwartungen an ihn und er erfüllt sie nicht. Zumindest vielleicht nicht so, wie du dir das wünschst. Wie linear bist du? Sagst du, er erfüllt sie noch nicht? Und wie wertschätzend kannst du sein? Wie sehr bist du in der Lage, zwischen ihm und dir zu trennen und wirklich zu gucken, was liegt in deinem Verantwortungsbereich und was liegt in dem Verantwortungsbereich des Mitarbeiters? Und die Verantwortung für deinen Teil zu übernehmen. Anstatt zu sagen, oh ja, mein Mitarbeiter, ja, ist nicht gut. Das ist leicht. So, aber wenn du Unternehmer bist, du hast Druck, du hast Zahlen, oder noch jemanden höher hinter dir, wie wertschätzend bist du in dem Moment? Wie sehr kannst du dich damit, kannst du in die Interaktion gehen und wie sehr bist du in der Lage, das zu konfrontieren und in das Feedback zu gehen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind ja in einer Kultur, wo ganz viel Feedback gefordert wird. Und auch gegeben wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, also ich ertappe mich dabei, dass es mir manchmal zu viel wird. Schon wieder ein Feedback. Man kriegt ständig Mails, ständig soll man irgendwas sagen, ständig soll man Feedback geben. Und ich finde das toll, grundsätzlich ist Feedback mega gut. Aber vielleicht hat man auch manchmal den Punkt, wo man als Führungskraft vielleicht auch sagt, oh, ich habe keine Lust, das zu konfrontieren. Oder wo man als Kunde sagt, ich habe auch keine Lust, kein Feedback zu geben. Schon wieder. Ja? Und wie sehr kann ich das akzeptieren? Und mich damit auch auseinandersetzen? Und mich als, und auch diese Anteile in mir, die mal keinen Bock haben, die auch mal sagen, Agilität ist mir im Augenblick zu viel, weil ich habe irgendwie den Angst, es wird alles immer schneller und ich komme nicht hinterher. Wie sehr kann ich diese Anteile in mir auch mal gelten lassen, liebevoll? Anstatt zu sagen, nee, das darf nicht sein. Wir müssen natürlich wertschätzen miteinander sein, wir müssen Feedback geben, ja, richtig, aber sowohl als auch. Ja. Und wenn ihr diese Anteile, ich sage gerne, kennst du dich, kennst du die Welt? Das will nicht heißen, dass die Welt so agiert und das alles interpretiert, wie ich es tue. Aber ich finde, wenn wir ehrlich zu uns sind, und das ist diese Aufrichtigkeit und diese Konfrontation mit der eigenen Wahrheit. Einen Moment lang. Ja? Auch diese Emotionen in uns wahrzunehmen, die vielleicht vermeintlich negativ sind. Wie sehr schaffen wir es, das alles sozusagen zu integrieren? Und nicht nur das Schöne, was fancy und sexy klingt vorne, sondern auch das, was sozusagen vielleicht nicht so fein ist. Ja? Zuzugeben, wenn man auch mal nicht die Antwort hat. Wenn man hier vorne steht und denkt, ich bin aufgeregt. Sich als Mensch zu zeigen, nicht als die perfekte Maschine und auch mit diesen Strömungen in sich in Kontakt zu treten und sie liebevoll anzunehmen, das heißt nicht sie auszuagieren, aber sie erstmal liebevoll anzunehmen für einen ersten Moment. Weil wie wollen wir alles wahrnehmen und ganzheitlich sein und das ganze Feld wahrnehmen, wenn wir schon in uns nicht in der Lage sind, alles anzunehmen und wahrzunehmen? Und es wegdrücken, weil es vermeintlich nicht gut ist. Und das erfordert von dir
zwei vermeintliche Gegensätze miteinander zu vereinen, das ist einmal das Thema Macht. Macht ist ein starkes Wort und ich würde jeden Einzelnen gerne mal einladen. Wer verbindet was Positives mit Macht? Mhm. Und wer verbindet was Negatives mit Macht? Ja. Ne? Und da fängt es schon an, nämlich zu sagen, okay, wie sehr bin ich im Reinen mit meiner Macht und welche Werte brauche ich, um Macht positiv zu konnotieren? Ich sage euch, was Macht für mich bedeutet. Macht bedeutet für mich zu unterscheiden, wo ich Wirkmacht habe, wo ich handeln kann, aber auch zu wissen, wo ich es nicht kann. Es bedeutet für mich, die Verantwortung zu übernehmen für meinen Anteil und da in Lösungen zu denken und ins Tun zu kommen. Und Macht hat einen, finde ich, um es positiv zu konnotieren, einen wirkungsvollen Gegenspieler, und das ist die Liebe. Wenn Macht und Liebe gleichzeitig da sind im unternehmerischen Kontext, dann kann etwas sehr Kraftvolles passieren. Jetzt ist die Frage so, Liebe im unternehmerischen Kontext, oh Gott, ist die Alte durchgeschippert. Was bedeutet Liebe im unternehmerischen Kontext? Passion habe ich gerade gehört. Ja, Hingabe. Genau. Sich den Sachen widmen, den Menschen zu sehen. Trotz der ganzen agilen 6000 Sachen, die auf uns einprasseln, mein Gegenüber in dem Moment wahrzunehmen und zu gucken, was braucht er oder sie? Warum? Wie mag er oder sie sich wohl fühlen? Und die Perspektive zu wechseln, ohne Recht haben zu wollen. Zuzuhören, ohne die Antwort zu wissen. Auch auf die Gefahren, dass euer Gegenüber sagt, ja, warum ist er denn dann Führungskraft, wenn er die Antwort nicht weiß? Das ist innere Stärke. Eine Führungskraft, eine Führungskraft, die immer Recht haben möchte, und die immer die Kontrolle haben möchte und die immer sozusagen das scheinende Abbild vorne sein will, ist für mich eine schwache Führungskraft, keine starke. Eine starke kann sich da vorne hinstellen und sagen, ich habe Scheiße erzählt. Eine starke Führungskraft kann sich hinstellen und sagen, gib mir ein Feedback, ich kann das aushalten. Nicht immer zu 24 Stunden Feedback. Ja? So, okay, kann ich gerade Feedback oder nicht? Ja, jetzt gerade ist ein Moment. Und auch das anzuerkennen, ja, die stärkste, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde Feedback toll, aber manchmal gibt es Momente in meinem Leben, wo ich sage, ich frage jetzt nicht danach, weil ich es, ne, es gibt so diese goldene Regel, frage nur dann, wenn du die Antwort vertragen kannst. Und ich so in dem Moment denke, ich kann die Antwort leider gerade nicht vertragen, weil ich vielleicht selber in mir mich an meinem eigenen Anspruch aufhänge und dann noch jemand kommt und sagt, der sagt, oh, das fand ich im Übrigen kacke, das ist dann der letzte Tropfen, wo du da stehst und denkst, A, ich kann nicht mehr, B, ich will nicht mehr. Lass es. Oh. Gut. Macht und Liebe, Hingabe und gleichzeitig Wirkmacht. Dann entsteht was Magisches aus meiner Sicht. Und wenn du Liebe und Macht gleichzeitig leben kannst, dann wirst du auch in der Lage sein, liebevoll Grenzen zu setzen. Dann kannst du die gemeinsame Sache im Fokus haben und gleichzeitig dem Menschen zugewandt sein. Dann kannst du aber auch dich von Menschen trennen, wo du weißt, es passt vielleicht einfach nicht. Ohne den Menschen dahinter abzuwerten. Ja? Und du kannst... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Auf den falschen Knopf gedrückt? Genau.
Du kannst Entscheidungen treffen, die wehtun. Ja. Und jetzt ist es natürlich auch immer so, man stellt Sachen in den Raum. Ihr prüft das natürlich, ob das für euch passt, weil letztendlich die Weisheit liegt in euch und in niemandem anderen. Ihr entscheidet, was für euch passt. Und das ist mir nochmal wichtig zu sagen an dieser Stelle, dass ihr das für euch prüft. Und dann sagst du, okay, ich möchte Liebe und Macht gleichzeitig gelten lassen. So. Und dann bist du in deinem Alltag und dann musst du aufpassen, dass du dich nicht an deinem eigenen Anspruch aufhängst. Außergewöhnliche Erfolge erfordern von uns, uns mit den Schattenseiten auseinanderzusetzen, mit unseren Schattenseiten und Untiefen. Und die Muster zu erkennen, die uns im Augenblick und das Team an unserem Erfolg hindern. Was ist wirksam im Raum? Wo sind Blockaden? Und wo kommen wir nicht in unsere Kraft? Genau. Und bei dem Ganzen bleiben wir positiv, bitte. Na, auch das. Wir gucken den harten Fakten ins Auge und bleiben positiv. Ja? Und wir treffen eine kraftvolle Absicht bei allem, was wir haben, um da sozusagen den Fokus auf das Positive zu lenken. Ihr habt das bestimmt gehört, ihr kennt diesen Ausspruch, unsere Energie geht dahin, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Na? Fokussieren wir auf Grütze, haben wir mehr Grütze. Fokussieren wir auf was Positives, haben wir die positiven Möglichkeiten im Raum. Ja, und dann können wir uns fragen, in was investieren wir? Investieren wir ins Drama, in die Story, in die Geschichten, die wir erzählen, über die Menschen? Warum Dinge so sind, wie sie sind. Wie sehr bleiben wir in unserem Kopf? Und reden und reden und reden. Und machen Dramen, inszenieren Dramen. Manchmal ist uns das gar nicht bewusst. Aber wir erzählen Geschichten über Menschen und über uns selber auch. Und die Frage ist, welche Geschichte erzählst du über dich und über dein Gegenüber? Und ist diese Geschichte kraftvoll? Befähigt sie? Oder investiert sie immer wieder in die Destruktivität? Anstatt ins Drama zu investieren, könnt ihr euch entscheiden, die Chance zu sehen. Ja? Und zu fragen, was will gelernt werden? Angenommen, wir arbeiten zum höchsten Wohle aller und das ist was für mich, was weise Führungskräfte auszeichnet. Zu gucken, was ist die Chance hier? Ja? Und selbst wenn ich knietief im Matsch sitze, mich zu fragen, erstmal anzuerkennen, ja, was ist denn jetzt in diesem Leben los? Zu gucken, was will gelernt werden? Wo liegen die Chancen? Wo darf ich wachsen? Weil ihr alle kennt vielleicht so den kleinen Tyrannen, der uns manchmal begegnet. Das sind Menschen, die uns triggern. Und ich glaube, wir alle haben unsere Triggerpunkte. Wir alle haben unsere Achillesferse. Man muss halt nur den Knopf kennen, ja? Und wenn er gedrückt ist, oh, so, na, dann ist so der erste Impuls so, bang. So. Und da erfordert es eine mutige Entscheidung, als zu erkennen, okay, ich bin getriggert. Ich habe gerade das Bedürfnis, auszuholen. Ich tue es aber nicht. Innezuhalten, ja, wie Viktor Frankl gesagt hat, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, in dem ich frei wählen kann, und zu schauen, was ist die Chance da drin? Und euch neu zu entscheiden. Und da gibt es eine schöne Geschichte, die ich in dem Zusammenhang gerne erzähle. Und zwar hatte ich geparkt an einem Parkplatz, der so. Der war nicht ganz verboten, das war so eine Grauzone. Und da kommt jemand und sagt: Fahren Sie jetzt Ihren Wagen weg!
Ich so, oder ist das Ihr Wagen? Ich so, ja. Fahren Sie den jetzt weg? Ich so, okay. Und ich habe gemerkt, dass die Art, wie dieser Mensch mir begegnet ist, eigentlich eher so in mir den Impuls ausgelöst hat, den an von Dez zu hauen. Und dann habe ich gedacht, okay, Nina, atmen. Und habe gedacht, ich musste eh noch den Schlüssel holen von diesem Auto. Also hatte ich den Weg in meine Wohnung und wieder zurück. Das ist ja total, das war wirklich lebensrettend für mich. Ich bin da hochgegangen, mein Puls war hier. Und ich habe gedacht, nein, ich entscheide mich jetzt dafür, dem konstruktiv zu begegnen. So, also bin ich hochgewackelt, wieder runtergewackelt. Der Mann stand mit derselben Energie wieder vor mir. Sie müssen den Wagen ja wegfahren. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, das mache ich, wenn Sie mich nett darum bitten. Und ihr könnt euch vorstellen, ich mache seit 12 Jahren Persönlichkeitsentwicklung bis zum Anschlag. Es hat mich alles gekostet, wirklich alles gekostet, weil diese Energie, die mir da entgegenkam, einfach so einlud, einfach, wie gesagt, draufzuhauen. So. Und was total faszinierend war in diesem Moment, dieser Mensch hat von jetzt auf gleich eine völlig andere Energie gekriegt. Er guckte mich an und sagte, ich bitte Sie darum, dass Sie da wegfahren. Oh, habe ich gedacht. Ich war wirklich erstaunt, weil das war so ein Switch, das war unglaublich. Und dann habe ich den Wagen weggefahren und das war total süß, weil ich dachte, ach, guck mal, ist doch ein Happy End. Er kam dann noch zu meiner Scheibe und klopfte so an die Scheibe. Und ich machte die Scheibe runter und er sagte, ich wollte mich nochmal bedanken bei Ihnen, dass Sie den Wagen weggefahren haben. Ja, und ich selber war auch in Anspannung, weil ich hatte einen Tierarzttermin mit meiner Hündin und die war krank und ich war eh schon spät dran. Also das, was ich brauchte, war jetzt nicht noch so eine Aktion, wo ich nochmal hoch und runter laufen musste. Und habe dann zu ihm gesagt, ja, ich selber war auch angespannt, weil ich habe hier einfach gerade ein Zeitproblem, ja. Und das meine ich damit, mit dem Tieftauchen. Wir finden für alles einen Grund. Selbst wenn dir ein Mensch begegnet, auf diese Art, mit dieser Energie, wie dieser Mann, der wird seine Gründe dafür gehabt haben. Der hat vielleicht ist mit dem falschen Fuß aufgestanden, hat irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand hat ihn geärgert, was auch immer. Wir können das alles erklären, wenn wir in die Vergangenheit gucken. Ja, aber wir nehmen uns manchmal nicht die Zeit, sondern wir reagieren auf das, was uns präsentiert wird. Und das ist gefährlich. Und das erfordert mutige Entscheidungen. Wirklich den Mut zu haben, zu sagen, auch wenn ich jetzt da drauf einsteigen will und es mich zieht, ja, man hat ja eher den Eindruck, man wird gemacht in diesem Moment, als dass man irgendwie bewusst entscheidet. Und da bei sich zu bleiben und zu sagen, okay, wie möchte ich mit dieser Situation umgehen? Was ist weise für mich in diesem Moment? Und wie handle ich auf eine Art und Weise, wo ich hinterher in den Spiegel gucke und sage, ey, ganz ehrlich, da bin ich stolz drauf. Unabhängig davon, was mein Gegenüber macht. Unabhängig davon, ob er die Reaktion zeigt, die ich mir wünsche. Oder die Erwartungshaltung erfüllt. Auch davon abgekoppelt zu sein. Und sich davon frei zu machen. Und Agilität wird ja auch häufig in den Zusammenhang der Freiheit gebracht. Wir wollen frei sein. Nun, die Freiheit entsteht innen, nicht außen. Wir denken, wir müssen den Job haben, die Erfolge haben, das Geld auf dem Konto haben, damit wir frei sind. Wrong direction. Die Freiheit beginnt in uns. Wie frei kann ich mich machen von jemandem, der mir mit solch einer Energie entgegentritt? Und wie liebevoll bin ich mit mir, wenn ich es auch nicht kann? Ja, manchmal hat man ja schon reagiert und hinterher stellt man fest, oh, ich habe gerade reagiert. Und anstatt sich die 7-schwänzige Peitsche da über den Rücken zu ziehen und zu sagen, oh Mann, Alter, ich habe aber eigentlich gedacht, ich wollte wertschätzend sein und zugewandt und mit Liebe und Macht agieren und jetzt habe ich einfach draufgehauen. Und wie wertschätzend bleibt ihr bei euch? Wie liebevoll könnt ihr auch diese Anteile in euch anerkennen? Ja, weil wenn ihr das könnt, dann könnt ihr das auch mit dem Gegenüber. Und es ist einfach, es gibt mehr Raum und es gibt auch Freiheit, auch in dem So-Sein, wie man ist.
mit all den Stärken und Schwächen, die wir haben. In dem Menschsein, in dem Wahrhaftigsein. Ich weiß nicht, wie ihr das beobachtet. Ich habe den Eindruck, Menschen sehen sich nach Wahrhaftigkeit, nicht nach dem Spiegel-Hochglanzbild da vorne. Ja? Und manchmal sagen wir, ja, das war einfach eine interessante Entscheidung, die ich da getroffen habe. Und wäre ich nochmal in der Situation, würde ich sie anders treffen. Aber es geht nicht darum, zurückzureisen, sondern es geht darum, im Moment zu sein und zu bleiben und zu sagen, ich umarme auch diese Erfahrung. Auch wenn sie sich kacke angefühlt hat, auch wenn ich mich erbärmlich gefühlt habe, auch wenn ich mich klein gefühlt habe und nicht gut genug. Und dann lieber zu schauen, was ist denn meine Grundannahme von mir selber dahinter? Ja, wo habe ich den Eindruck, nicht gut genug zu sein? Ist das wahr? Wann bin ich denn auf den Trichter mal gekommen? Und damit zu sitzen und das zu fühlen und nicht wegzulaufen. Und dann kriegt ihr eine ganz andere Form des Erfolges und dann finde ich es ganz wichtig, auch demütig im Erfolg zu bleiben. Ne, manchmal ist es so, gerade wenn ihr viel Druck bekommt und stark in der Kritik steht, das fühlt sich natürlich nicht gut an. Und je öffentlicher ihr seid, desto öffentlicher, desto schwieriger werdet ihr das vielleicht erleben, wenn die Kritik kommt. So, und dann kann es passieren, dass ihr sagt, dann, wenn der Erfolg kommt, jetzt habe ich es denen aber gezeigt. Ja, auch das wollen wir erstmal annehmen, weil es ja auch eine menschliche Reaktion ist. Ich meine, wer kennt es nicht? Ne, du stehst da wieder Loser und irgendwie denkst so, oh Mensch, eigentlich kann ich das viel besser, aber ich bin nicht rangekommen an die Kronjuwelen. Und dann gelingt es dir. Und du sagst, yeah. Ja, aber die Frage, auch da ist wieder die Haltung. Es ist super, Erfolge zu feiern. Ich finde das wichtig und absolut entscheidend. Aber mache ich das mit einem, ich habe es dir gezeigt? Oder mache ich es mit einem, hey, ich habe einen Erfolg erlebt? Und wie frei mache ich mich dann auch wieder von meinem Gegenüber? Da sind Menschen, die freuen sich mit mir mit. Da gibt es Menschen, die vielleicht neidisch sind. Da gibt es Menschen, die sagen, okay, es gefällt mir nicht. Und wir können nicht immer allen gefallen, nicht immer und zu jeder Zeit. Und wie frei mache ich mich davon? Und dann auch mit dem Team die Erfolge zu feiern, anstatt sofort zum nächsten Ziel zu ackern. Weil was passiert, wenn ihr, ne, wir Menschen, wir sind ja unter stetigem Verbesserungspotenzial, dass das toll ist. Das ist gar nichts gegen einzuwenden, ja? Wir haben ein Ziel, wir erreichen das nächste Ziel. Haltet eine Sekunde lang inne, wie zwischen dem Ein- und dem Ausatmen. Weil ihr euch damit die Info gebt, es ist gut genug. Und jetzt nehme ich was Neues. Anstatt immer, nein, es muss noch mehr sein, es muss noch mehr sein, es muss noch mehr sein. Es muss noch schneller, noch weiter, noch mehr Erfolg. Mal kurz innehalten. Wie gesagt, für einen Bruchteil einer Sekunde, das reicht. Aber um euch selber auch die Info zu geben, hey, ich bin angekommen. Wie ist es denn hier so? Ja? Und mit dem Team das zu feiern. Und verwechselt euch nicht mit dem Erfolg. Na, wir Menschen, keine Ahnung, prüft das für euch. Wir sind sehr schnell damit so, mein Haus, mein Pferd, mein Pferdepfleger. So, Schrägstrich in. So, ja? So, ne, wir haben halt wir haben halt so diesen Leistungsgedanken, den wir nach draußen tragen wollen. Und ich, ganz ehrlich, ich liebe Leistung, aber nicht um jeden Preis. Wenn sie ein Ausdruck von mir ist und wenn die Leistung von innen nach außen geht, ist es mega. Aber wenn ich Leistung haben möchte, weil ich mir selber beweisen will über das Feedback von außen, dass ich etwas bin, dass ich erfolgreich bin, dass ich was auch immer bin, bin ich abhängig, dann bin ich nicht frei. Und deswegen sage ich auch gerne, die Stärke liegt innen, nicht außen. Weil das, was ich mir im Innen wünsche, kann ich über das Außen nicht erreichen. Sonst werdet ihr immer höher schrauben, euch schrauben in der Leiter. Und je höher ihr kommt, desto leerer fühlt ihr euch. Wie beim Fluch der Karibik, wo die Piraten da von der Black Pearl sich oben den Wein reinkippen und er kommt durch die Rippen wieder raus. Warum? Weil ihr die inneren Löcher habt.
Und die gilt es zu stopfen. Und was sind die inneren Löcher? Das sind eure Ideen von euch selbst. Ich muss das und das erreichen, damit ich erfolgreich bin. Ich muss so und so sein. Ich muss so und so aussehen. Ich muss so und so viel wiegen. Ich muss, keine Ahnung, die Klamotten tragen. Und ihr könnt das nur auflösen, indem ihr in euch taucht und wirklich herausfindet, mit einem offenen Geist und einem offenen Herzen und einer liebevollen Zugewandtheit euch selbst gegenüber. Was denke ich denn hier eigentlich von mir? Und manchmal, wenn man diese Arbeit macht, ist man geschockt, was man von sich über sich selber denkt. So hart kann gar kein externes Feedback sein. Und da könnt ihr ansetzen, da könnt ihr euch fragen, ist das wahr? Kann ich auch vielleicht noch eine andere Sicht einnehmen? Gibt es einen sowohl als auch? Und da könnt ihr euch flexibel, agil drumherum winden, ja, und für euch neue Antworten finden. Und euch niemals mit dem Erfolg verwechseln. Ihr seid viel mehr als das. Viel mehr als das. Und wir versuchen uns immer selber zu erkennen. Und je geklärter du bist und je mehr innere Arbeit du machst, desto weniger brauchst du dein Gegenüber, um dich selber zu erkennen. Du kannst dich erkennen, du musst dich aber nicht mehr erkennen, wenn du weißt, wer du bist. Damit hast du einen ganz anderen Raum für die Wahrnehmung. Weil wenn ich ständig dabei bin, im Außen nach Antworten auf meine Frage zu suchen, bin ich gut genug, bin ich das genug, bin ich das genug, dann bin ich nicht mehr in der Lage, das Feld zu erkennen. Wenn ich aber diese Fragen aufgelöst habe, dann habe ich auch eine ganz andere Form der Wahrnehmung. Da liegt die Innovation, da liegt das unternehmerische Denken. Dann habe ich die Hände frei und bin nicht mehr in meiner Story und meinem Drama verstrickt. Sondern da habe ich eine klare weiße Fläche, auf der ich agieren kann. Und dann kann ich auch geben und nehmen. Ja, und auch einen Ausgleich herbeiführen. Dann muss ich auch nicht immer geben. Ja, viele Menschen, die gerne geben, haben manchmal ein Thema damit überhaupt anzunehmen. Die sind von früh auf so darauf konditioniert, dass sie ihre Dinge selber regeln, dass sie gar nicht sich das annehmen können, wenn jemand was für sie tut. Und auch das ist ein großes Geschenk für euer Gegenüber. Annehmen zu können, Hilfe annehmen zu können. Und die Frage, was passiert mit euch? Fühle ich mich dann stark oder fühle ich mich schwach oder wie auch immer? Was passiert mit mir in diesem Moment? Und dann wird es ganzheitlich. Dann wird es ein Geben, ein Nehmen, dann kriegt es einen Flow. Ja, und das ist halt der schmale Grat zwischen die innere Stärke zu haben, mich selber zu erkennen, bei mir zu sein und gleichzeitig im Feedback zu sein. Gleichzeitig im Austausch zu sein. Zu gucken, was hat was mit mir zu tun und was auch nicht. Was gilt es für mich zu lernen? Und wo soll ich vielleicht, wo soll ich Grenzen setzen lernen? Oder was immer gerade für mich ansteht? Und da gibt es nicht eine einfache Antwort auf diese Frage. Damit müssen wir sitzen und dann sitzt ihr da vielleicht mit und die Antwort kommt nicht sofort. Wie meine Antwort, was will ich wirklich, wirklich? Und dann sitzt du da, ne? Und hast einen langen Bart und denkst so, ich hätte jetzt gerne eine Antwort auf die Frage, wie viel Zeit haben wir? Ja? Und da kommt der Kontakt und da kommt die Tiefe und da kommt die Erfüllung. Und wenn du dich dieser inneren Arbeit widmest, dann wirst du auch weise führen. Und dann wirst du wie die Good Enough Mother sozusagen das Wasser sein, wo sozusagen das dein Team auch umschließt. Nicht, weil du der tolle Hecht bist, sondern einfach, weil du einen Raum dafür gibst, wo Menschen sich entwickeln können. Und zu gucken, was braucht er und was sie oder er oder was braucht sie oder er auch nicht. Ja. Und das war mein Beitrag für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja. Ganz herzlichen Dank dafür, Nina. Das war ein sehr, wie ich finde, inspirierender und spannender Vortrag. Du bist gut in der Zeit.
Das heißt, wir haben viel Zeit für Fragen und Antworten. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt oder Ergänzungen, eigene Berichte, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit. Wartet immer bitte aufs Mikro. Hätte jemand noch was? Welche Erfahrungen habt ihr? Ich stelle einfach Fragen, ne? Endlich darf ich Fragen stellen, geil. Welche Erfahrungen habt ihr mit Macht und Liebe gemacht im unternehmerischen Kontext? Das würde mich interessieren. Bin immer neugierig. Gibt es da? Aha. Passt vielleicht nicht hundertprozentig, aber ich habe einen Chef, der war jahrzehntelang Bereichsleiter, so richtig streng Hierarchie und tralala. Mhm. Der hat sich irgendwann sehr stark gewandelt, der ist mittlerweile auch systemischer Coach und so weiter. Und mit dem habe ich mich jahrelang gefetzt. Okay. Und dann irgendwann hat sich das geändert und wurde dann eher in so ein Mentoring. Und mittlerweile fetzen wir uns immer noch. Aber wir lieben es, uns zu fetzen, weil wir das nutzen, um bessere Ergebnisse hinzukriegen. Also wir haben einfach so einen sehr, sehr positiven Streit. Aha. Und da, sag ich mal, sehe ich durchaus eine Verbindung von Macht und Liebe. Ja. In dem Kontext, in dem du es jetzt eben erklärt hast, das Wort Liebe. Ja, genau. Das ist diese Tatkraft und auch die Fähigkeit der Konfrontation und Auseinandersetzung mit der zugewandten Haltung. Ne? Das geht rein hierarchisch nicht. Ja, ich glaube, ja, es ist eine Augenhöhe. Ist auf jeden Fall extrem förderlich, wie ich finde. Und es ist halt dieses, es geht nicht darum, ob du als Person gut oder schlecht bist, sondern wir gehen in die Sache. Und aber wir haben eine liebevolle Zugewandtheit, auch in der Konfrontation. Ja. Ja, vielen Dank. Thomas. Danke, ja. Ich war lange bei der Bundeswehr und ich habe da eine ganz spannende Erfahrung gemacht. Also einmal sowieso, wie mein Führungsverständnis geprägt ist, das kann man da auch gut hin, aber ich habe, und zwar jetzt ganz spannend, ich habe einen Kompaniechef und einen Spieß kennengelernt, die tatsächlich das, was du beschrieben hast, sehr genau gelebt haben. Also beim Spieß, jeder, der gedient hat, weiß man, das ist die Mutter der Kompanie, aber die waren wirklich wie Mutter und Vater. Also wo der eine sozusagen mehr auf der Macht und wie so ein, Anführungszeichen, klassischer Vater, der halt möchte, dass seine Kinder aus dem was wird, war der Spieß, der geguckt hat, dass es ihnen gut geht. Und die haben tatsächlich in dieser Splitting. Form, genau, aber da ging es auch immer darum, dass die Macht dafür da ist, für die Leute was zu machen. Genau. In unterschiedlichen Ausprägungen. Genau. Genau, das ist die Haltung, nämlich zum höchsten Wohle aller zu handeln. Ne? Schön, was du sagst. Ja, vielen Dank. Cool. Ja, welche anderen Erfahrungen rund um das Thema gibt es? Ich wollte nochmal drauf auf die Haltung und den Erfolg zurückkommen. Ist das wirklich so, dass das in den Unternehmen oder auch als selbstständiger Berater, dass das so danach gemessen wird, dass man eher ja weise und im Erfolg aller vorgeht? Oder ist es immer noch so, dass die Anerkennung im Prinzip über die Leistung kommt und über das, was man erreicht hat? Also ich kann das im Moment noch nicht so ganz erkennen. Bei allen Tools, die es überall gibt und auch wenn man das viel propagiert, aber wenn man im Konzernbereich zum Beispiel arbeitet, da bin ich immer noch sehr skeptisch, ob das tatsächlich so kommt. Da würde ich gerne mal wissen, woher deine Erfahrung oder auch so deine Hoffnung darauf beruht. Also ich glaube, es kommt darauf an. Ne? Das ist jetzt die juristische Antwort. Ich weiß, die Juristen sagen immer, es kommt darauf an, aber ich glaube, tatsächlich ist es so. Es gibt, ich glaube, dass das Bewusstsein wächst, dass die alte Haltung nicht mehr langfristig zu den Ergebnissen führt und deswegen ein Umdenken stattfindet. Aber natürlich ist mir sehr klar, dass viele oder einige damit vielleicht auch noch nicht so viel anfangen können. Also ich merke, dass die ganzen Menschen, die unter dem Thema New Work sehr aktiv sind, da eine extreme Offenheit für haben, weil sie merken, wir haben Paradigmenwechsel. Aber ich gebe dir recht, es gibt natürlich klassische Unternehmen, die sorgen Zahlen, Daten, Fakten und daran wird es gemessen. Wobei ich immer sage, das eine bedingt das andere. Ja, wir haben manchmal so die Idee, wenn wir uns über Weisheit unterhalten oder innere Führung oder innere Führungsstärke und Persönlichkeitsentwicklung, dann, dass die Leistung nicht Teil dessen ist. Und ich glaube, das ist der Nährboden für gute Leistung und zwar nachhaltig gute Leistung, nicht Peakleistung, wo ich Leute mit Druck zu irgendwas zwinge und die mir danach sozusagen die Grätsche machen, sondern wenn ich nachhaltig organisch wachsen möchte, dann brauche ich diesen Nährboden darunter. Und da werden natürlich die einen da empfänglicher für sein, wie immer bei uns Menschen. Ne? Wir haben ja leider Gott sei Dank, wahrscheinlich eher Gott sei Dank, nicht die eine Lösung und dann sind alle Wiesen grün. Ne?
da wird man halt individuell schauen müssen. Ne? Nicht jedem ist Sinn so wichtig, aber einigen. Mhm. Hast du noch irgendwie einen Tipp für uns, wie man Selbstreflexion so im täglichen Alltag einbauen kann? Also manche empfehlen ja abends dann irgendwie 15 Minuten noch über den Tag zu reflektieren oder, also was kann ich tagtäglich tun zur Selbstreflexion? Sehr schöne Frage, vielen Dank dafür. Schau mal, wenn du dich kacke fühlst, ich mach's ganz platt, ich bin manchmal einfach gestrickt, wenn du dich kacke fühlst, ja, frage dich, was ist meine Grundannahme dahinter? Weil in der Regel wird es etwas sein, wo du nicht mit deinem höchsten Gut sozusagen in Kontakt bist, sondern wo du dich abwertest, wo du Sachen von dir verlangst, die im Augenblick nicht für dich stimmig sind. Guck mal, was passiert. Ob du vielleicht da mehr Grenzen, was du brauchst auch in dem Zusammenhang. Ich finde, das ist immer ein guter Indikator, wenn wir auf unsere Gefühle achten und merken, irgendwas ist nicht so ganz rund. Ist das eine Antwort auf deine Frage? Gut. Gibt es sonst noch Fragen? Gut, dann sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Zeit. Es war sehr schön. Ja, wunderbar. Wir haben zu danken. Das war ein kleines Sekunden. Oh.